So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Und jetzt hört ihr mich. Ja, okay. Ihr hört mich. Sehr schön. Gerade hat es nämlich nicht ausgeschlagen. Habe ich schon gedacht, hä, was ist wieder los? Hat sich's wieder verstellt? Aber ich bin auf den Mute-Knopf gekommen von meinem Headset. Kommt vor, passiert. Kann man mal machen, wenn man es vor allem merkt. Okay. Das Fenster irgendwie kleiner? Wartet mal kurz. Moment. Hä? Wait, wieso passt das da jetzt nicht mehr rein? Hä? Moment. Wir haben hier ein kleines Problem. Sekunde. Ist das jetzt richtig? Nee, jetzt ist da so ein Rand immer noch. Was? Hä? Ist das jetzt richtig? Sieht irgendwie nicht angepasst aus, wenn ich das mal so sagen darf. Einen Moment. Wir haben das gleich. Hä, was ist denn da jetzt wieder passiert? Jetzt ist wieder alles gut, ne? Muss gleich mal gucken, ob man alles im Spiel sieht. Oder ob jetzt irgendwie irgendwelche Ränder irgendwie plötzlich raus sind oder so. Ne, also oben sieht man die zwei Dinge. Ne, man sieht wieder alles. Okay, keine Ahnung, was das war. Irgendwie hat sich's verstellt. Also irgendwas war da gerade ganz merkwürdig. Wie auch immer. Wir haben letztes Mal mit Maggie endlich Guidia besiegt. Also Guidia geschafft. Und jetzt würde als nächstes Kane drankommen. Der hat No Destiny und Bag of Crafting. Ja, gucken wir rein, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, deswegen, let's go. Na, ich teste ja die neuen Charaktere immer erstmal über den Guidia. Ich sehe schon mal komische Dinge. Ich sehe da unten schon mal ganz komische Dinge. Okay, da unten ist ein... Wahrscheinlich das Bag of Crafting, was ich mit Q auslösen kann oder was? Okay, ich kann Gewichtsübungen machen und das hochheben. Runtersetzen. Wait, habe ich damit gerade geschlagen? Oh, ich kann damit schlagen. Okay, also kann ich damit... Die Steine kann ich damit nicht schlagen. Aha. Oder ist das irgendwie so ein Sack, mit dem man Sachen einsammelt? Das sieht aus, als ob man mit dem Sack was einsammelt, wie so ein Fliegenfangding. Kann ich damit Items einsammeln oder was? Nö. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, aber nö, kann ich nicht. Hä? Das Item ist kaputt. Kann er keine Items einsetzen? Oder was? Wait, kann er sowas jetzt einsammeln? Jetzt habe ich da unten ein Herz. Aha. Kann er das kaputt machen? Oder kann jetzt, ist jetzt... Hä? Kann er überhaupt keine Items einsammeln? Also ich meine, da füllt sich jetzt dieses Ding, dieses acht Dings da. Kann ich das so öffnen vielleicht? Ha! Cool! Also das geht. Okay, kann ich Feuer einsammeln? Nee, aber ich kann es aus... Okay, da habe ich wieder ein Herz. Okay, ob ich ein halbes Herz oder ein ganzes Herz sammle, ist egal. Aber Steine kann ich damit nicht. Okay. Wenn ich jetzt meinen Tiersap hier einsammle, zählt das dann gar nicht als Tiersap, oder was? Lol. Kann ich die Viecher kaputt machen? Nein. Kann ich auch nicht. Okay. Weird Flex.
Kann ich das ohne es zu kaufen einsacken? Oder kaufe ich das dann automatisch? Ah, ich muss es wahrscheinlich. Okay. Ach so, aber ich kann es jetzt auch gar nicht. Ah, ich kann es jetzt auch gar nicht. Selbst wenn ich es jetzt einsacken wollen würde, ich kann es gar nicht einsacken. Aha. Okay. Aber ich kann keine Items kaufen, oder was? Was ist denn hier verkehrt gelaufen? Kann ich irgendwas? Uah! Ich kann nichts kaufen. Da ist wieder ein Herz zum Einsacken. Kann ich auch Münzen einsacken? Ich kann auch Münzen. Ah, ich wollte es einsacken. Kann ich jedes. Also jeden. Kann ich jedes Collectible einsacken? Ach, ich wollte eins. Okay, kann ich die Bombe einsacken? Und aus 5 Herzen, einer Münze und einer Bombe wird jetzt ein HP ab. Wenn ich jetzt Q drücke, kriege ich das HP ab, oder was? Nee. Wie kriege ich das Item jetzt? Ist hier eine Erklärung, wie man Dinge nutzt? Nein. Also, normalerweise, ne, manchmal ist ja auf dem Boden so eine Erklärung für neue Sachen, aber. Also, da steht jetzt HP ab. Aber wie kriege ich denn das jetzt? Ach, ich muss gedrückt halten. Ja, lol. Also, das heißt, man sammelt Sachen zusammen oder wie? Und baut sich daraus was Neues? Und das, was hier ist, kann ich gar nicht kaufen? Ist es dann nicht besser, das gleich einzusacken? Shit. Ja gut, jetzt kämpfen wir erstmal ganz normal. Ich meine, ich schätze mal, das ist jetzt deswegen. Ah, Mist. Ich schätze mal, es ist jetzt deswegen ein HP-Up draus geworden. Weil so viele Herzen dabei waren. Ich denke jetzt nicht, dass es an den Münzen oder so lag, sondern dass halt, wenn viele Herzen dabei sind, wird halt ein HP ab drauf. Yo, das ist ja. Sind jetzt in Minecraft oder was ist los? Muss ich jetzt Rezepte lernen für Kane? What? Ich lerne doch nicht wegen einem Charakter jetzt Millionen Rezepte für alle Items. Gucken wir mal, was passiert, wenn man ganz viele Münzen snackt. Mit dem Bag of Crafting. Ey, das ist ja. Oh mein Gott. So, zwei noch. Ach, da wird die Slot Machine draus. Ja, natürlich. Das ergibt voll Sinn. Scheiße. Ich meine, ich habe nichts gegen Slot-Maschinen. Kann ich jetzt noch mehr einsacken eigentlich? Oder ist das dann. Das ist jetzt einfach überflüssig gewesen, ne? Ja, scheiße. Dann machen wir erstmal die Slot-Maschinen. So. Aber dann ist ja das jetzt. Das Effizientere eigentlich für. Oh mein Gott. Für Kane. Weil wir ja eh dann durch. Alle. Halala, Halleluja, Hilfe. Weil wir eh durch haufenweise Items Geld bekommen. Der blaue da muss weg, der macht mir bösen Gesamtschaden. Also ich wollte sagen, ne, ich sammle ja, also die Items werden ja zu Geld. Also wenn ich mehr Geld, ah, mein Gott. Also wenn ich mehr Geld habe, ist die Slot Machine eigentlich eine interessante Geschichte dafür vielleicht. Weiß es nicht. Na? Aber dann kann ich effektiv, kann ich nur Dinge craften, wenn ich weiß, wie sie gecraftet werden, oder, oh mein Gott. Mich veralbern?
Ja, geil. Nicht. Das ist ja überhaupt nicht geil. Ich meine, gut, ich kann das Herz jetzt kaufen, da bin ich wieder, ne? Aber... Das ist ja kompletter Müll. Was zur Hölle? Was passiert, wenn ich das jetzt eigentlich nochmal mache? Kriege ich dann eine neue Slot-Machine? Oder kriege ich dann was anderes, wenn ich dieses Item schon habe? Oder kann, das ist die nächste Frage, kann aus, wenn ich jetzt nochmal Geld mache, dann, ach scheiße, gibt es dann auch andere Items, die möglich sind? Das wäre dann die nächste Frage, ne? Ich weiß, ich hätte die jetzt einsammeln sollen, ich bin... Ihr entschuldigt, dass ich bei meinem ersten Mal Tainted Cain etwas überfordert bin. Was hier plötzlich los ist. Da ist wahrscheinlich der normale Modus noch einfacher als der Greed-Modus, weil... Weiß ich nicht. Eigentlich auch nicht, weil da kriege ich ja auch kein... Da kriege ich kein einziges Item eingesammelt, sondern alles wird einfach nur zu irgendwelchen Collectibles und dann muss ich die passend craften, um zu gucken, was draus wird oder wie sehe ich das. Ist es dann zum Beispiel auch entscheidend, in welcher Reihenfolge ich die Sachen mache? Also ob ich zum Beispiel oben Herzen setze und unten... So wie bei Minecraft, wo man bei einem Bett halt oben Wolle machen muss und unten Dings. Und wenn man es andersrum macht, kommt halt einfach kein Bett raus. Ist das hier auch so, dass ich sozusagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwas unten habe, dass dann was anderes draus wird? Ich finde das gerade super verwirrend. Ja, cool. Wie soll man denn auch so an Damage... Vor allem, dann ist es doch... Dann will ich doch auch gar nicht so Zeug wie Engelraum und so. Nützt mir dann noch alles gar nichts, wenn die Items eh alle kaputt gehen. Ich meine, vielleicht geben die dann besonders cool, also besonders viel Stuff zum Craften oder so. Kann ja sein, dass die dann irgendwie ganz viel eben spawnen. Und ich meine, die Kombinationsmöglichkeiten bei 8 Feldern. Und wir haben Münzen, wir haben Schlüssel, wir haben Bomben... Wir haben rote Herzen, wir haben blaue Herzen, wir haben Knochenherzen, wir haben... Scheiße. Und wir haben ja auch noch verschiedenartige Herzen. Also verschiedenartige Münzen, wollte ich sagen. Wahrscheinlich macht das auch noch was aus. Ach du Schande. Ich sammle das jetzt ein und Ja, cool. Jetzt kann ich hier sozusagen sagen, hier, guck mal, da und hier und da. Und das kann ich auch nicht einsammeln. Aber ich meine, ich kann jetzt direkt was craften, so. Ich crafte jetzt aus blauem Herz Münze, Bombe, Münze, rotes Herz, Münze und Münze. Was craften wir uns? Ja, wow. Wahrscheinlich craftet man sich immer ein HP ab, wenn man Müll craftet. Ich weiß es nicht. Scheiße, was? Was soll ich tun? Also, wie soll man denn als normaler Spieler... Es gibt bestimmt eine Liste im Internet mittlerweile, wo man nachgucken kann, wie die Crafts funktionieren. Safe gibt's die. Aber, also als normaler Spieler. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich denn als normaler Spieler wissen, wie ich was crafte? Habe ich gerade den Schuss abgewehrt? Kann ich Schüsse einsacken? Nee, aber ich kann ihn abwehren. Interessant. Nein, ich wollte es nicht einsacken. Oh, der macht wieder ganz Herzschaden, logischerweise. Jetzt habe ich die auch wieder eingesammelt. Ich wollte doch meine Dings haben. Ah, oh, den habe ich gar nicht gesehen, ja. Ja, aber das ist ja... Dann kriege ich am Anfang ja niemals ein Damage-Up zustande, weil ich weiß doch gar nicht, wie man ein Damage-Up craft. Wollt ihr mich komplett ver... Und wieso war das, was ich gerade gebaut habe, wieder ein einzelnes HP-Up?
Woher soll ich denn wissen, wie ich was craften muss? Ja, danke. Wir haben jetzt hier zwei Bomben. Okay, das zählt auch als zwei Bomben. Ein Schlüssel. Eine Bombe. Eine silberne Münze. Und jetzt kriegen wir hier noch zwei Münzen. Jetzt haben wir kein einziges Herz dabei. Wenn jetzt ein HP ab rauskommt. Das ist jetzt einfach dieses scheiß Wassereid. Was zur Hölle geschieht hier? Ey. So, wir haben jetzt wieder was zum Craften. Da wird ein Speed... Wieso wird da jetzt ein Speed-Up draus? Das ergibt halt nicht mal Sinn. Also in Minecraft ergibt das ja irgendwo Sinn, was du zusammen craftest. So, den Bogen machst du mit so einem Dreieck und dann Schnüre. Hä? Das ergibt legit überhaupt keinen Sinn. Ich meine, schön, Speed-Up, ja, cool, nehme ich. Aber what? What? Kann ich das auch mit dem kaputt? Ja, das geht natürlich wieder nicht, ja, ist klar. Ey, ach, das ist dieses Item. Ja, okay, ich hab gedacht, das ist was anderes. Ja, aber das ist doch... Also, ich bin sicher, wenn ich auf Platinum Gold jetzt gehe, stehen da Crafting-Rezepte. Aber das kann ja nicht der Sinn des Spiels sein, dass man auf Platinum Gold geht und Crafting-Rezepte nachschaut. Es ist ja schon schlimm genug, dass man Items nachschauen muss, weil man nicht weiß, was sie machen. Aber ich kann doch jetzt eigentlich auch noch Crafting-Rezepte nachgucken. Das ist doch kompletter Quatsch. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich glaube, Kane ist dann eher so ein Charakter, den wir erstmal bisschen vernachlässigen werden. Ich weiß ja nicht mal, wie ich ein Damage-Up zusammenbringe. Ich meine, ich kann mal probieren, Bomben zu kombinieren. Nur Bomben kombinieren könnte sowas wie ein Damage-Up sein. Oder, ne, wobei, nur Bomben ist bestimmt dann eher so ein Dings-Item, so ein Bomben-Item, was halt dabei rauskommt. Ich meine, bei Münzen... Bei nur Münzen kommt Dings raus. Oh, ja, Alter. Kann ich mir einfach das Sacred Heart bitte craften? Wie crafte ich mir ein Sacred Heart? Ich brauche nur ein Sacred Heart, dann ist alles cool. das ist doch dumm. Alter, das ist doch komplett dumm. Ich wollte es nicht einsammeln. Ich wollte es. Oh Mann, ey. Ja, Alter, ja. Okay, Kommando zurück. Wir machen das anders. Also bei ihm muss ich zum Testen erstmal normal spielen. Da wirst du ja bekloppt. So, ja, cooles Item. Hey, ich krieg's nicht, danke. Okay. Wir können jetzt nämlich testen, ob bei allen Münzen wieder die Maschine rauskommt. Okay, das heißt schon mal für mich, dass die... Also, das ist wirklich sozusagen das Gleiche, was man zusammenquaftet. Kann ich jetzt was anderes draus machen, wenn ich noch eine Bombe snacke? Oder ist die dann einfach weg? Okay! Aber die Münze, die ich hatte, ist praktisch weg. Ich kann jetzt wieder ersetzen und dann würde wieder Dings draus. Hä? Ach, jetzt verschiebt sich das da so durch. Ah, okay. Und jetzt wird immer der Finger draus. Das heißt aber jetzt auch wieder, dass die Position egal ist. 7 Münzen und eine Bombe macht diesen Finger. Was auch immer ich mit dem Finger haben will. Wenn ich jetzt noch 2 Bomben dazu packe... Was ist das denn? Bloodstone. Skipping Tears. LOL. Ich weiß jetzt nicht, was die mir bringen sollen. Aber interessant. Ah.
Oh, kann man... Oh mein Gott, wenn es noch... Es gibt noch mehr, was wir snacken können. Wir können bestimmt auch Karten pillen. Und... Oh, Trinkets vielleicht auch? Können wir auch Trinkets snacken? Oh mein Gott. Okay, wir können es gleich mal an der Karte testen, ob wir sie snacken können. Dann gehen Pillen auf jeden Fall auf. Dann gehen Pillen auf jeden Fall auf. Ja. Welchen Vorteil soll dieser Effekt haben, dass Tränen springen? Warum? Warum gibt's das? Skipping Tears. Also auch als normales Item ist es jetzt ja nicht mal. Ob ich eine Trollbombe auch snacken kann, wäre lustig. Ob man dann... Komm ich ran bis... Ne, ich komm nicht bis ran. Schade, zu langsam. Ja, und kaufen kann ich nichts. Alter, das ist doch... dass ich Kane erstmal spielen werde. Ich werde da, glaube ich, vor allem abwarten, was ihr dazu schreibt. Vielleicht interpretiere ich ja irgendwas völlig falsch und es gibt in-game irgendwo ein Rezeptebuch. Keine Ahnung. Warte, hat er ein Menü? Hat er ein anderes Menü vielleicht? My Stuff? Nee. Options? Da ist garantiert jetzt auch kein... Nee. Das ist auch nichts Neues. Dass man vielleicht so wie in Minecraft irgendwie so ein... Weil gab es das in Minecraft oder war das eine Mod? Weiß ich nicht mehr. So ein Rezeptebuch hat, wo gefundene Rezepte halt dann sozusagen erkannt werden oder so Zeug. Dass wenn man was mal etwas gecraftet hat, dass man dann sozusagen das Rezept dafür irgendwo sieht. Dann kann man zumindest... Okay, ich kann sie nicht snacken. Dann kann man zumindest rumprobieren. Und schauen, was passiert. Aber so ist das ja echt weird. Kann ich auch Gegner snacken? Wahrscheinlich nicht. Ah, ja, stimmt, wir haben noch nicht angegriffen mit dem Crafting Bag. Wir haben noch nicht angegriffen damit. Wie viel Schaden macht das Crafting Bag Ding? Okay, es macht Schaden. Ja, und das krieg jetzt auch. Ist das jetzt, wird es jetzt sogar als. Okay, das zählt als blaues und rotes. Das heißt, es ist sogar ganz cool, wenn man sowas kriegt. Und jetzt kriegen wir hier wieder mehr Stuff. Das ist jetzt völlig random, was ich wieder mache. Das ist jetzt wirklich völlig random. Ja, siehst du? Jetzt wird einfach wieder ein scheiß HP ab draus. Wenn jetzt noch eine Bombe snacke, bleibt das HP ab, oder was? Jetzt wird der Dude da draus. Lil Loki, 4-Way Buddy. Ja, cool. Was? Ich meine, das HP ab hätte ich jetzt schon auch grundsätzlich genommen, aber ich will ja rumexperimentieren. Ich bin böse überfordert. Okay, kann ich aus dem raus snacken? Ja. Also, dann wissen wir jetzt schon mal auch hier wieder, Trinkets kann man nicht snacken. Interesting. Haben wir doch schon was gelernt. Würde ich sagen. Jetzt nehmen wir erstmal das Trinket.
Kann ich das so setzen, dass ich beides sprenge? Bestimmt, ey. Bestimmt kann ich, aber bestimmt mache ich es jetzt falsch. Wahrscheinlich spreng ich jetzt gar nichts. Ja, okay. Immerhin zum Glück den gesprengt. Oh, Broken Glasses. Irgendwie wird das Trinket da unten. Warte, ist der Bildschirm zu weit? Lass mich noch mal kurz den Bildschirm verschieben. Nee, sieht es einfach so komisch aus, das Trinket? Man erkennt es ja gar nicht richtig, aber vielleicht liegt es daran, dass ich in einem Raum bin, wo man... Hä, aber man erkennt es halt echt nicht. Aber ist es richtig dargestellt? Oder habe ich den Bildschirm immer noch komisch verschoben? Eigentlich müsste es passen. Ach. Wow, nur so wenig. Warum ist das jetzt nur so wenig? Das Herz sammle ich lieber ein. Sobald ich Herzen drin habe, wird irgendwie direkt ein HP ab draußen. Und das will ich ja gar nicht. Also ich würde schon eins nehmen, aber im Moment will ich was anderes, weil ich testen will. Ja, okay. Ein Herz nehme ich mal mit rein. Wenn jetzt wieder direkt ein HP abkommt, weiß ich auch nicht. Yo, da kommt jetzt einfach die Divorce Papers. Ja, ist in Ordnung, nehme ich, weil Knochenherz und Mysterious Paper. Ja, okay, doch. Dann sieht die Brille einfach nur komisch aus, weil es halt schwarz... Ja, lol, das sieht halt wirklich weird aus. Das Mysterious Paper sieht ganz normal da unten aus. Alles klar. Hab nix gesagt. Hab nix gesagt. Okay. Ja, aber jetzt mehr können wir in der Ebene... Ach, doch, da oben ist noch Zeug. Ich würde halt gerne die Herzen auffüllen jetzt noch, weil ich, wenn ich schon ein Knochenherz habe, würde ich das auch gerne auffüllen irgendwie. Weil wenn ich jetzt getroffen hätte, ist es eh weg. Das wäre ärgerlich. Aber muss ich mir jetzt merken, wie ich dieses Ding erstellt habe? Das waren irgendwie drei Schlüssel, eine Bombe und Münzen. So, what the heck? Oh nein. Oh nein, die kann ich auch snacken. Oh nein, das ist noch ein Item mehr, was möglich ist zum Kombinieren. Oh mein Gott. Das kann ich nicht snacken. Immerhin. Ich krieg kein Herz mehr, ne? Ich krieg kein scheiß Herz mehr. Okay, wir machen mal kurz was. Die Bombe nehme ich mit. Und holen mir damit die zwei Bomben hier. Also man darf ja nicht nur snacken, man muss ja auch ein bisschen was einsammeln. Ich wollte... Ach, ja genau, ich wollte nämlich da oben in den Bombenraum rein. Das wollte ich. Ich habe gerade überlegt, was wollte ich denn, aber genau, ich wollte hier rein. Okay. Immerhin können wir im Bett schlafen. Das ist doch schon mal was. So. Ich bin trotzdem... ich bin komplett überfragt, wie man hier irgendwie in Erfahrung bringen soll, wie dieses Crafting funktioniert. Ist es wirklich so gedacht, dass man einfach auf gut Glück irgendeinen Quatsch zusammen craftet und dann damit halt leben muss? Wenn ich jetzt wieder die Herzen snacke, dann wird nachher wieder ein HP ab draus. Zwei Bomben nehmen wir mal mit. Nee, da, okay, das ist jetzt Leo. Na gut, dann nehmen wir Leo. Weil jetzt kann ich nämlich Dinge tun. Das blaue Herz nehmen wir auch mit. Den Rest snacken wir uns. Warum auch immer das jetzt Leo geworden ist, ne? So, ist halt so. Du bist jetzt Leo. Cool.
Okay, so kleine Gegner. Ich probier's mal. Okay, nein. Wäre schon ärgerlich geworden, wenn man das hätte auch noch snacken können. Ja, aber das ist doch... Doch, wehe, es ist kein Crawl Space. Dann bombe ich das jetzt umsonst. Ach ja, dann kann man auch so gehen. Jetzt ausnahmsweise mal gut, dass ich das nicht mitnehmen kann, weil das hätte ich niemals gewollt. So, und jetzt kombinieren wir 3 Münzen, 2 Bomben und, ja, jetzt kann ich es mir aussuchen. Noch eine Bombe und noch eine Münze. Da wird die... Okay, das Ding brauche ich halt safe überhaupt nicht. Jetzt mache ich noch eine Münze dazu und guck mal, was sich ändert. Nix. Okay, wir sammeln mal weiter. Okay, wenn ich jetzt das blaue Herz dazu sammle... Was ändert sich dann? Dann haben wir auf jeden Fall 2 blaue Herzen drin. Und wahrscheinlich rutscht die letzte Münze raus. Dann haben wir 3 Münzen, 3 Bomben, 2 blaue Herzen. Das ist ein HP ab. Ja gut, nehmen wir es halt mal. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust so zu spielen. Ich habe... Also, es gibt... Da habe ich viel mehr Lust auf irgendwas mit Jakob und Esau als das hier. Weil so einfach auf gut Glück irgendwas kombinieren und hoffen, dass ein Item rauskommt, was cool ist. Was ist das? Das ist doch kein schönes Spiel. Nee. Das ist doch kein... Also, weiß ich nicht. Ich finde es gerade jetzt nicht so... nicht so gutes Design. Keine Ahnung. Find's gerade echt merkwürdig. Ach so, die darf ich nicht kaputt laufen. Die könnten giftig sein. Ja, cool. Ja, cool. Das blaues Herz. Hallo, rotes Herz. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, die besonders guten Items sind bestimmt dann so Sachen, wo man sehr viele Runen und Karten braucht für. Wo man erstmal sehr viel sammeln muss. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass so wirklich krasse Items, wie jetzt, keine Ahnung, so Planetarium-Kram oder sowas, dass man dafür sehr viele Runen braucht oder so, ne? Oh nein, es gibt noch ein Item, was man bestimmt einsammeln kann, was ich jetzt noch nicht genutzt habe. Und zwar Batterien. Batterien kann ich auch einsammeln. Das ist bestimmt auch sowas. Das ist bestimmt auch sowas. Mist. Hör auf, die Scheiße da zu spawnen. Lenk nicht ab. So. Ich gehe jetzt trotzdem nicht in den Satan-Deal, weil wahrscheinlich würde ich ja trotzdem Herzen zahlen müssen, um das zu nehmen. Das erscheint mir nicht sinnvoll. So, wir machen jetzt die restlichen Münzen voll. Und man sieht aber auch, der Unterschied ist ja auch noch der Münzenunterschied. Also wir haben jetzt ein Herz.
Da wird jetzt einfach das Viech draus. Ich mache jetzt mal eine Münze mehr. Ich meine, es ist ein cooles Item. Don't get me wrong. Aber im Moment nützt mir ja sowas gar nicht mal so wirklich viel. Das ist wieder Leo! Wieso ist das denn jetzt einfach wieder Leo? Habe ich nicht vorhin ganz andere Sachen kombiniert? Ich mache noch... Wenn ich jetzt zwei Herzen dazu mache, wird ein HP-Up draus. Safe. Nee, jetzt wird das da draus. Dann nehmen wir das halt mal. Ey. Wie? Wie soll man wissen, was aus den Sachen wird? Aber jetzt ist es ja umso wichtiger, wirklich noch alles abzulaufen und Sachen einzusammeln, die es halt noch so gibt. Weil jeder Raum, der was spawnt, ist halt dann ein Crafting-Item. Also ist ein Material sozusagen. Na, alleine er droppt ja schon was als Champion-Gegner. Hm. Da ist der Wurm jetzt nicht so geil. Ich würde jetzt mal gerne nur Herzen einsammeln und gucken, was dabei rauskommt. Wenn da... Ich könnte mir vorstellen, also wäre jetzt so mein Call. Wenn ich nur Herzen mache... Also ich sammle jetzt alles andere ein, bis wir nur Herzen gesammelt haben. Ich könnte mir vorstellen... Ich könnte mir vorstellen, dass alles andere sozusagen dann so... also, Quatsch. Kann ich jetzt mal richtig reden? Meine Fresse. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich nur Herzen habe, dass vielleicht ein starkes HP ab da draus wird. Das wäre sinnvoll aus meiner Sicht. Weiß nicht. Könnt ihr gerne anders sehen. Ich finde, es wäre sinnvoll. So, magst du mal hier hinsprengen, dass wir gucken können, ob hier was ist, Kollege? Hier, wo ich stehe? Okay, da ist nix, danke. Reicht schon. Reicht schon, ist okay. Kannst wieder aufhören. So, das sammle ich jetzt nicht ein. Ich snack's auch nicht, weil ich will ja nur Herzen snacken. Ich will es ja nur mit Herzen testen. Nur Münzen haben wir gesehen. Nur Münzen wird die Slot Machine draus. Ergibt auch absolut Sinn. Ergibt absolut Sinn, kann ich nachvollziehen. Aber so, sowas wie Leo halt, das war jetzt einfach irgendeine random Kombination, die absolut nichts mit Leo zu tun hat. Das war so eine Münze, so eine silberne Münze. Also keine Ahnung. Jemand das wissen soll, was da was macht. Richtig wild. Oh, dann gibt's... Okay. Ich muss noch was sagen. Dann gibt's ja auch noch goldene Schlüssel und goldene Bomben. Die sind ja super selten. Vielleicht sind die auch nochmal zusätzliche, besondere Materialien. Wenn man die drin hat, dass dann da was ganz Krasses draus wird. Ne? So, keine Ahnung, Brimstone oder so. Was weiß ich. Und dann gibt's auch noch schwarze Herzen. Stimmt. Stimmt, schwarze Herzen gibt's ja auch noch. Also, es ist schon wild. Aber ich mag's halt überhaupt nicht, so auf Verdacht zu spielen. Weiß nicht. Nee, ich will... Blaue Herzen sammle ich jetzt auch ein. Ich will eigentlich wirklich nur rote Herzen mit craften. Ich will nur mal rote Herzen craften. Die Münze wird dann also auch eingesammelt. Die Bombe auch eingesammelt. Okay. Gut. Ich meine, hier könnte ein Item drin sein. Dann ist das blaue Herz halt wieder weg. Ich würde das blaue Herz mal behalten wollen. Ich glaube, jetzt haben wir alle Räume gesehen. Ist halt auf da. Die Truhe habe ich mir jetzt nicht geholt, aber das ist okay. Gut, gehen wir weiter. Da hier auch die Map nicht sichtbar ist, möchte ich jetzt hier nicht anfangen rumzuprobieren mit geheimem Raum. Das ist mir zu blöd. Wobei, einen könnte ich probieren. Einen könnte ich probieren. Ja, okay, dann nicht. Dann safe nicht.
Okay, es muss aber Items geben, die Kane einsammeln können muss. Weil zum Beispiel es ja Items gibt, die spielentscheidend sind. Zum Beispiel die Knife Pieces oder die Key Pieces. Oder muss er das auch craften? Gibt es da ein Rezept, wo... Aber um zu Martha zu kommen, muss ich ja dieses Knife zusammenbauen. Ich denke, das sind dann Items, die muss er einsammeln können. Alles andere wäre ja ganz komisch. Also alles andere wäre ja wirklich... Ach, scheiße. Spreng mal hier die Ecke. Ah, Mist. Komm mal mit. Spreng mal hier die Ecke. Hier. Kommst du hierher? Du kommst überhaupt nicht, dann leck mich. Kein Herz, schade. Oh mein Gott, okay, oh no. Oh no. Ja, nee, ist klar. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Joker setze ich ein, weil ich meine, wir kriegen auf jeden Fall ein Item, was sozusagen sich verwandelt. Das ist in Ordnung. Okay, jetzt stopp. Ich muss wechseln zu meinem Crafting Bag wegen Herz. Und ich muss aufpassen. Was ich mich gerade frage, ist, ob man die Sachen auch wieder, wenn man versehentlich was Falsches snackt, ob man das auch wieder ablegen kann irgendwie. Aber scheinbar nicht. Ich wüsste jetzt nicht wie. Nee, es gibt ja keine anderen Tasten, die ich noch nutzen kann dafür. Nee, keine Ahnung. Okay, wir wurschteln uns mal hier rein. Und dann können wir jetzt auch gleich meine Theorie von vorhin testen. Ich werde jetzt nämlich einmal den Kampf antreten und gucken, ob wir das Schlüsselpiece einsammeln können. Nicht, weil ich die bekämpfen will, sondern weil ich das testen will. Also, das kann ich sicherlich nicht einsammeln. Genau. Stattdessen kann ich das einsammeln und das einsammeln. Ja, und das können wir jetzt mal mitnehmen. Das ist okay. Und jetzt machen wir einen Kampf. Müsste nicht gleich beides sein. Und dann gucken wir mal, ob das Schlüsselpiece, was er droppt, ob das auch einfach kaputt geht. Weil das wäre schon insane. Würdest du mich bitte nicht töten? Ich will das gerne testen. Mann! Alter! Ich habe ein paar Bedenken, dass wir gewisse Dinge nicht testen können. Auch auf den anderen Engel gehofft. Natürlich, jetzt ist alles weg. Knochenherz-Dings. Ich hatte jetzt aber auch nicht vor, eine richtige Runde zu spielen. Aber jetzt das eine würde ich schon noch gerne testen. Bevor wir hier drauf gehen. Weil das wäre schon gut zu wissen, ob man die Schlüssel auch noch craften muss. Oder ob man die zumindest bekommen kann. Ah, mein Gott! So, mach jetzt bitte einen Abflug. Nein, nicht ich. Du. Okay. Kriegen wir. Er ist down. Eieiei. Okay. Wir lernen, diese Items bringen das. So, und jetzt kann ich meine... Das mit den Herzen müssen wir verschieben. Ich muss gucken, ob ich den Schlüssel snacken kann. Ob der... Ich kann. Ich kann und hier wird einfach Infamy draus. 7 Herzen und goldener Schlüssel macht Infamy. Ist ein gutes Item und das bestätigt so ein bisschen meine Theorie. Dass für gute Items man
seltene Gegenstände braucht. Boah. Jetzt füllen wir uns erstmal auf hier. Oh, jetzt ist das jetzt... Ups, das war für ein Herz ausgelegt. Boah, Leute, das ist echt schwierig, ne? Sieben Herzen und ein goldener Schlüssel macht einen für mich. Lag das jetzt an den sieben Herzen oder an dem goldenen Schlüssel? Also wird sozusagen auch Infamy draus, wenn ich sieben Herzen und eine Bombe mache. So, das ist die Frage, ne? Jetzt mache ich mal wieder random irgendeinen Quatsch. So, zwei Items noch. Keins, nix gibt's, gar nix gibt's. Schade. Schlüssel gibt's. Ein Item noch. Theoretisch könnte hier ein Geheimraum sein. Praktisch auch. LOL! Okay, wir warten mit dem Raum. Ich sammle die nachher ein, dann können wir vielleicht doch noch das mit den Herzen testen. In diesem Video. Weil dann habe ich schon wieder 6 Herzen zusammen. Ich brauche jetzt noch ein Item für was anderes. Ach lol, ich habe ein anderes Item. Easy. So, was machst du mit zusätzlich? Das ist jetzt einfach ein Range-Up. Das ist ja so nicht nützlich. Dabei habe ich so viele coole Sachen drin, wie eine Rune und Pille und Karten. So wird denn da jetzt einfach ein Range-Up draus? Gib mir was Gescheites. Das nehme ich. Das Rainbow Baby. Warum auch immer da jetzt das Rainbow Baby draus geworden ist. Es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Lebe damit. Sagt das Spiel. Lebe mit S. So. Okay. Anderer Geheimraum könnte hier sein. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Könnt ihr hier oben explodieren? Kannst du bitte da oben explodieren? Kriegen wir das hin? Ah, zu weit drüben. Ja, okay, dann opfern wir die Bombe noch für den Kollegen hier. Kann man auch machen. Ordnung. Kein Problem mit. Jo, ja, Moment. Ich wollte gerade sagen, ja, geil, aber wird jetzt ja beides einfach zu Items. Aber habe ich auch nichts dagegen, denn ich wollte ja eh Herzen snacken. Oben haben wir schon zwei andere Herzen. Jo, wir kriegen einfach zwei Knochenherzen noch. Das ist cool. Münzen, Münzen, Münzen. Und hier haben wir auch nochmal ein Herz. Sehr geil, dann haben wir jetzt die Herzen vollständig. Der schlaue Spieler würde jetzt selbstverständlich die Knochenherzen füllen. Aber ich will das mit den Herzen testen. Deswegen seid mir bitte nicht böse. Wenn ich das jetzt nicht mache. Wenn ich jetzt weitere Herzen finde, kann ich sie direkt einsammeln. Aber
mir geht es jetzt im Moment wirklich nicht darum, hier gut durchzuspielen, sondern mir geht es darum, möglichst viel testen zu können. Das ist im Moment mein Anliegen. Bester Raum überhaupt. Okay. Okay. So, wie gesagt, natürlich würde man normalerweise jetzt die Knochenherzen füllen. Ist mir völlig bewusst. Ich will jetzt aber testen, was rauskommt, wenn ich 8 Herzen miteinander kombiniere. Und das kann ich jetzt testen. That's the point. Das hat mit einem HP ab so ziemlich rein gar nichts zu tun. Ich hätte halt wirklich bei 8 Herzen auf irgendwas HP-technisches gedacht. Was bist du denn? Extra Curse Rooms. Aha. No, ich wollte Herzen von dem Shop, du blödes Mist-Ding. Das habe ich nicht bestellt. Aber was man mal sagen muss, man kriegt mit Kane halt richtig viele Münzen. Weil du mit jedem Item, was du hast, halt Geld kriegst. Also an Geld mangelt es Kane praktisch überhaupt nicht. Der könnte sich im Shop sozusagen effektiv alles kaufen. Also ist es, glaube ich, ein sehr gutes Item mit Kane, die Slot Machine sich zu holen als erstes. Dass man wirklich die ersten Münzen zu einer Slot Machine macht. Und dann kriegt man ja so viele Münzen im Laufe des Spiels, dass man die ganze Zeit eigentlich die Slot-Machine nutzen könnte. Ich denke, das ist schon so eine brauchbare Strategie, über die Slot-Machine zu gehen. Ich weiß es nicht. Ja, mehr Herzen kriege ich nicht voll. Oh je, du wirst mir wehtun. Trotzdem gerne meine Knochenherzen behalten, to be honest. Ja, shit. Ja, okay. Dann machen wir mal wieder Random-Kram zusammen. Ein Item fehlt noch. Okay. Also nicht ein Item, halt ein Collectible. Also ich wette aber, zu Kane habt ihr mir dann richtig viel noch zu erzählen. Weil ich bestimmt ganz vieles nicht kenne oder nicht bedacht habe. Und ich schätze auch nicht, dass mir das Spiel das erzählen wird. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo eine Datenbank plötzlich gibt für Rezepte. So, keine Ahnung. Okay, mehr Babys. Jetzt haben wir doch 3 Babys. Wieso mache ich jetzt keine Transformation? Zählen die nicht zur Transformation? Oder zählt das jetzt so nicht? Macht es nicht? Also gibt es nicht eigentlich eine Transformation bei 3 Babys? Oder 3 Familias oder so? So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir sammeln jetzt mal nur Münzen, dass wir diese Slot-Machine bekommen. Das war dumm. Aber dann können wir danach sozusagen Münzen... Münzen im Überfluss nutzen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Wieso geht der nicht kaputt? Ach so, der ist ja schon gefroren. Natürlich geht er da nicht kaputt. Wenn die gefroren sind, sind die ja schon erledigt. Nein, da ist mein anderes Knochenherz wieder weg. Ärgerliche Momente. Message kann man einfach mal einsetzen und gucken, ob es ein Dings rum wird. Wird's nicht. Hui.
Aber am wichtigsten wäre es wirklich rauszufinden, wie man Damage-Ups herstellt. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich wette, es gibt eine Datenbank auf Dings, aber da will ich jetzt mal noch nicht nachgucken, weil vielleicht gibt es ja wirklich irgendwas Spielinternes, was ich noch nicht weiß. Und dann würde ich das jetzt doch ein bisschen vorsichtiger angehen wollen in dem Moment. Voll. Klappe so, gehe ich auf, gehe ich zu, ich weiß es nicht. Ja, ich bin hier, ich hab ja Leo, Hilfe. Ich laufe hier alles hier kaputt. Ganz vergessen schon wieder, dass ich Leo habe. Und man muss aber böse aufpassen, sehe ich gerade, wenn ich eine Karte einsammle, wechselt der ja automatisch dahin. Ich meine, es ist auch okay, dass er dahin wechselt. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich da nicht einfach Q drücke, wenn ich die Karte noch gar nicht einsetzen will. Ne? So, die will ich jetzt gleich mal einsetzen. The moon. Yay. Das hat's richtig gebracht. Oh, komm, wir sprengen die Typs hier mal. Okay. Shot speed up. Und sowas wie PhD müsste man auch rausfinden, wie man das... Also so ein paar zentrale Items, die man gerne hätte. Und das Ding ist ja aber, wenn man dann weiß, wie man die herstellt, wenn man das mal weiß, ne? Also effektiv, ich probiere jetzt mal was. Ich setze jetzt 2 Münzen, 3 Münzen, 4, 5, 6... 7, 8. So. Und wie viele Münzen gibt mir jetzt das Item? Okay, keine 8, aber. Ne, ist, ihr merkt, worauf ich hinaus wollte. So, und jetzt können wir uns das Ding hier craften. Ach, es ist beides High Priestess. Ja, okay, alles klar. Und jetzt kann ich im Prinzip so lange machen, bis ich alle Pretty Flies zusammen habe, zum Beispiel, oder sowas. Also vor allem, ich kriege jetzt hier an jedem Itemraum kriege ich weitere Münzen. Krieg mit jedem Item weitere Münzen. Außer ich nutze es ja halt zum Craften, die Münzen. Ist klar, ne? Dass ich die natürlich auch zum Craften nutze. Nein! Das ist genau die Scheiße, die ich meinte. Dass der einfach von selbst wechselt. Das ist genau der Müll, den ich meinte. Oh mein Gott, ey. Dass man dann einfach Q einsetzt und es nicht will. Das wird mir so oft passieren. Das wollt ihr gar nicht wissen, wie oft mir das passieren wird. Und ich will es eigentlich auch nicht wissen. Aber das wird mir so oft passieren. Oh Gott. Okay, folgendes. Hier oben liegt ein Herz. Dann können wir jetzt problemlos hier durchgehen. Aber wir kriegen sogar hier das Herz zurück. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber es ist okay. Zwei Runen. Jetzt sind schon zwei Runen im Pott. Ah, wir gucken mal, was da draus wird. Vielleicht ja was Cooles. Man weiß es nicht so genau. Aber dann werde ich sowas wie High Priestess jetzt nicht mit mir rumtragen. Weil das ist ja dumm. Das ist ja effektiv dumm. Wenn man das versehentlich einsetzt, den Müll. Oha. Noch so ein Dude. Oh, ich meine, wir probieren es einfach nochmal. Ich meine, er gibt mir auf jeden Fall ein Item. Und oder auch eine Karte. Ace of Hearts, das macht dann alles zu Herzen. Okay, kann ich erstmal mitnehmen. Jetzt gleich wechseln, dass ich es nicht einsetze versehentlich. Jetzt mal irgendwas ohne Herzen auf jeden Fall craften.
So. Machen wir noch die zwei Münzen rein und dann ist okay. Da wird dieser Bag of Pills raus. Jetzt mache ich ein Herz dazu. Ne, ich mache noch eine Karte dazu. Okay. Das ist auch ein schönes Item. Aber wie soll man wissen, was zu was? Also, ich... Achso, wir haben zusätzliche Curse Rooms. Ja, stimmt, ich hab's vergessen. Dann gehen wir da doch auch mal noch rein. Cool. Dann können wir jetzt über Hermit rausgehen. Und hier mehr zum Craften kaufen. Und das Herz auffüllen. Weiß, ich könnte die Slot Machine im Moment einsetzen. Ich habe sie jetzt noch nicht eingesetzt. Ich wollte eigentlich ein bisschen warten, bis wir mehr Luck haben für die Slot Machine. Das ist das Ding. Okay. Gehen wir noch Richtung Boss. Aber wie gesagt, also sowas wie Greed Mode möchte ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann erst spielen, wenn ich so ein bisschen weiß, wie man Sachen zusammencraftet. Weil das, ihr merkt es, das ist so komplett random. Ich habe keinen Anhaltspunkt, warum etwas funktioniert und warum etwas nicht funktioniert. Ich habe null Anhaltspunkte für irgendwas. Ja, cool. Grundsätzlich schön, aber es wird halt einfach ein Item draus. Eben nicht. Also halt. Ja, ist ja wurscht. So, was kriegen wir jetzt? AP ab. Ja, komm, nehmen wir es mal. Nehmen wir es mal, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Blaues Herz kann man auch vorher stecken. Okay. Da kommen wir auch ran. Würde ich auf jeden Fall mal mir gönnen. Die Truhe. Guck mal, da ist jetzt eine Münze dabei, die leuchtet. Wäre das ein Luck-Up gewesen? Oder was ist da los? Da ist jetzt einfach eine Leuchtemünze dabei. Was soll das? Ich fühle mich betrogen. Ich hätte die einsammeln wollen. Aber jetzt habe ich ja nicht gesehen, was das für eine Münze ist. Da wird jetzt einfach die Bibel draus. Ja, logisch. Weil das, was ich da habe, ist eindeutig die Bibel. Ich bin gerade echt am Überlegen, Leute, die zu nehmen. Dann ist halt meine Slot-Machine wieder vorbei, aber so könnten wir echt noch zwei Bosse hier kriegen mit Tainted Cain. Die Chance will ich mir eigentlich fast nicht entgehen lassen. LOL! Wenn ich ein Space-Item ersetze, spawnt's mir neues Kramszeug. Aha! LOL! Gib mir das! Das war jetzt wieder ein richtig krasses Item. Weil im Prinzip die Dings dabei war. Hier, sag schnell. Die Bombe, die goldene Bombe, würde ich sagen. Also krasse Items kommen, glaube ich, wirklich dann zustande, wenn man so Zeug drin hat. Und ein Spacebar-Item zu überschreiben, scheint vielleicht solche Items freizusetzen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es jetzt auch einsammeln sollen und gucken und hier rumprobieren können. Ist mir bewusst. Ich bin nicht doof. Aber ich wollte es halt mal so machen. Weil ich wollte ja testen, was passiert. Machen Abflug. Mehr Crafting-Shit. Gibt mir alles zum Craften.
Es ist schon. Wait, da ist noch eine Karte. Da liegt noch eine Karte rum. Ich habe eine Karte liegen lassen. Bin ich denn komplett bescheuert? Ja, tatsächlich. Ach stimmt, die High Priestess habe ich einfach nicht mehr mitgenommen. Ja, völlig lost. Völlig lost, der Junge, schon wieder. Und jetzt kriegen wir beim Boss ja schon wieder neues Zeug. Oh, hier liegt noch ein halbes Herz. Was ist das denn? Ach, das ist die Fee, die mir Geheimräume anzeigt, ne? Die brauche ich nicht. Dann nehmen wir was anderes mit. Da gönne ich mir dann die... Oh mein Gott, hi. Da gönne ich mir dann echt lieber was anderes. Scheiße. Gott, hör auf, diese Mistviecher zu spawnen. Du kannst alles machen, aber hör auf, diese Mistviecher zu spawnen. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Au! Ja. Tschüss, Knochenherz. War nett mit dir. Hier, friss deine eigenen Eisdinger. Tschüss. Gott, war das schon ein schlechter Kampf wieder von mir. Aber was soll's. So. Ich mach mal eine Münze draus. Ändert nichts. Noch eine Münze. Die Stopwatch. Weiter. Noch eine Münze. Ändert nichts. Noch eine Münze. Okay. Interessantes Ding. So, weiter sammeln und direkt. Das sammeln wir jetzt aber ein. Okay. Ey, ich bin böse überfordert. Aber das heißt dann auch, so Items wie Polaroid jetzt bei Mom werden nicht verschwinden, sondern die kann ich wirklich einsammeln. Das ist doch schon mal was. Rage is building. Rage! Liebe dieses Item, ne? Taurus ist so lustig. Hatten wir die schon? Okay. Okay. Man, ab und zu kann man auch mal eine Pille normal einsetzen, ne? So ist nicht. Tut jetzt nicht weh. So, Rage baut sich wieder auf. Let's go! Es ist so lustig. Oh. Ach komm. Spawn halt keinen Dreck, echt. Nein, ich wollte ihn einsammeln. Dummkopf. Nein, ich war zu bald. Ich dachte, ich bin... Ja, das dachte ich. Dass schon der Punkt angekommen ist. Aber der Punkt war noch nicht. So, was kriegen wir jetzt? Die Taschenlampe. An sich spricht nichts dagegen. Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Können wir mal mitnehmen. Aber ich habe halt jetzt... Bisher null Ahnung, wie ich die Sachen zusammengesetzt habe. So absolut keine Ahnung. Es ist ja einfach passiert. Und ich merke mir das jetzt ja auch nicht. Ich schreibe mir das jetzt ja nicht auf. So, diese Kombination war die Taschenlampe. Ich meine, es gibt so viele Items. Ich werde doch nicht jede Kombination da jetzt irgendwie lernen. Bin ich bescheuert? Cool. So stelle ich mir das vor. Wir brauchen dringend Herzen. Überlege ich jetzt, sollen wir Dings gehen oder sollen wir Dings gehen?
Ich meine, ich habe jetzt nicht mit Planetarium gespielt und so, ne? Ach nee, ich habe ja bewusst die Bibel mitgenommen, ich Volltrottel. Nee, wir gehen ganz. Wir machen natürlich. Wir machen, selbstverständlich machen wir Marm und Herz. So vom Weg zumindest. Vom Weg her zumindest. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Ob ich nicht vorher drauf gehe, ne? Das kann natürlich passieren. Oh, okay. Die würde ich jetzt aber mitnehmen. Die würde ich jetzt erstmal einsammeln, weil ich brauche gerade ein bisschen Unterstützung. Das Contact-Ding snack ich. Ich will nur mal gucken vor allem, ob das jetzt als Karte einfach angezeigt wird oder ob es ein spezielles ist. Okay, es wird einfach als Karte angezeigt. Dann gehe ich mal davon aus, dass das keinen Unterschied macht. So, Bombe hier. Bombe hier. Leck mich. Schade. Zu viele Möglichkeiten für den anderen Geheimraum. Aber wir müssen sowieso die Bibel noch aufladen. Na, nochmal setze ich sie nicht ein. Auch wenn wir noch einen Curse Room kriegen. Nochmal setze ich sie nicht ein. Na, weil nach dem Raum ist er ja voll. Und ich glaube nicht, dass wir noch so viele Räume kriegen, dass die nochmal voll wird. Deswegen gehe ich jetzt halt hier rein mit den blauen Herzen. Kann man ja mal machen. Na gut. Hat sich nicht gelohnt, aber scheiß drauf. Okay. Da sehe ich doch schon was Leckeres. Und jetzt gibt es noch ein Item. Ja, ich würde mich mega über das Item freuen normalerweise, aber ihr wisst ja, dass ich es nicht einsammeln darf. Okay, jetzt kriegen wir richtig viele Münzen nochmal. Step. Jetzt haben wir dieses Step-Item. Das brauche ich eigentlich halt echt nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich die anderen Münzen noch mitnehme. Jetzt wird der Finger draus. Und wenn ich jetzt aber noch eine Münze sage... PhD! Ein Schlüssel, 7 Münzen ist PhD. Give me that. Ein Schlüssel, 7 Münzen. Ist das immer so? Ist das immer so? Ein Schlüssel, 7 Münzen, PhD. Weil das würde ich locker... Das bekomme ich locker jedes Mal hin, wenn ich im Greed-Mode bin. Ein Schlüssel, 7 Münzen. Das ist easy. Easy. Wenn ein Schlüssel, 7 Münzen immer PhD ist, awesome. Aber sowas wie Leo habe ich mir jetzt halt nicht gemerkt, wie Leo entstanden ist. Das war so eine Kombination, die kann ich mir nicht merken. So. Muss man sich echt alles aufschreiben jetzt? Muss ich jetzt Zettel führen und... Ich meine, wie denkt sich das Spiel das jetzt normalerweise? Klar, im Internet ist sicherlich eine Liste. Wie gesagt, mit Sicherheit. Aber es kann ja nicht die Spielart sein, zu sagen, hey, guck ins Internet nach meinem Spiel und find raus, wie es geht. Nee, man muss es sich halt selber notieren, tatsächlich dann. Oha. Ja, dann nehme ich doch den Kollegen mit. Da nehme ich doch den Kollegen mit. Und wir hätten tatsächlich noch mehr Räume bekommen, um es aufzuladen. Aber das weiß man halt vorher nicht. Gehe ich da durch? Ah, das sieht mir gefährlich aus. Und mein Rage baut sich auch nicht auf, weil es keine Gegner gibt. Guck mal, der Moment, wo sozusagen ich da durch kann, ist mir viel zu knapp. Nee, ist mir viel zu knapp. So, Better Pills haben wir diesmal ja, also sehr geil.
Mehr Pillen. Okay, jetzt werden wir sie natürlich einsetzen. Ah, das war dumm. Das war zu... Ich bin voll Trottel. Die Musik war gerade so. Was machst du mit mir? Die Musik war gerade komplett lost. Was wir auf jeden Fall auch noch testen müssen. Also, komischerweise war ja dieses... Alle Herzen war ja irgendwie einfach mehr Curse Rooms, ne? Ob das halt immer so ist, ist wieder die nächste Frage, aber bei den Münzen war es ja auch so. Also scheinbar ist das einfach das Item dafür. Ich meine, ist okay, machen wir es halt. Und jetzt kriegen wir aber nochmal, wir kriegen jetzt noch eine neue Auflage, wir kriegen noch ein neues Item. Sehr geil. LOL! Okay, nehme ich auch mit. Gar kein Problem. Das ist dieses Tarot-Claw. Willi? Ist das... Ist das nicht ein Spe... Ah, ich muss ganz kurz nachgucken. Ich muss ganz kurz einmal nach dem Tarot-Cloth gucken. Ne, kein Spacebar-Item. Droppt eine Random-Karte. Verdoppelt den Effekt der Karten. Ah, okay. Ah, okay. Es, also bei manchen Karten verdoppelt es den Effekt. Ja, könnten wir mal mitnehmen. Und Karten, die leuchten, da wird angezeigt, dass es den Effekt verdoppelt. So wie hier, ne? Die leuchtet jetzt, die Stars. Die kann ich dann wahrscheinlich zweimal einsetzen oder so. Gut, dass wir jetzt schon im letzten Itemraum waren. Okay, hier gibt es wieder ein Item. Ich meine, ist in Ordnung. Ne? Kann man mitnehmen. Machen wir was Cooles draus. Warum nicht? Jetzt nur aufpassen. So, zack. Los geht's. Okay, Divorce Papers nehmen wir mit. Haben wir die zwar, glaube ich, schon mal, aber können wir nochmal machen. Ist ja in Ordnung. Also kann ich Items zweimal? Wir werden es gleich sehen. Ja, ich kriege einfach ein zweites Divorce Papers. Das ist okay. Dann würde ich jetzt noch kurz im Shop vorbeischauen. Und einmal die Stars einsetzen. Dann sind wir schneller beim Shop. Ne, sind wir nicht. Aber egal. Oh, hier liegt noch eine Pille. Siehst du, hab ich vergessen. Ah, oh, Bombsaki. Nee, würde ich jetzt erstmal nicht machen, aber ihr könnt es ja mal mitnehmen. Aber jetzt hat es mich doch nicht mehrfach teleportiert. Was hat es denn jetzt verändert? Was hat denn jetzt Tarot Close mit Stars verändert? Habe jetzt nicht verstanden, aber ist egal. Okay. Cool. Dann einmal Mom bibeln. Einfach Mom wegbibeln. Und dann passt die Geschichte. Moin. LOL. Oh nee. Oh nee, ich möchte... Nee. Ich möchte nicht so Delirium. Ich glaube auch nicht, dass wir so wie im Moment sind Delirium schaffen würden. Ich würde lieber noch den Herzkill mitnehmen. Und dann mal gucken, was noch kommt. So Delirium würde ich eher angehen, wenn ich verschiedene Crafting-Rezepte mal kenne. Und die auch wirklich effizient jedes Mal gleich anwenden kann. Emperor leuchtet auch. Was soll denn Emperor jetzt anders machen? Aber Emperor würde ich dann auf jeden Fall nutzen in der nächsten Ebene. Wegen Dings. Dann kommen wir direkt zum Herz. Das würde ich schon nutzen wollen. Okay, die zwei noch. Sollte kein Problem jetzt darstellen. Ach!
lass mir mein Knochenherz. Mistvieh. Okay. So, hier kommt bestimmt ein Herz bei raus. Ja, okay. Das ist auch in Ordnung. Das klaut mir zumindest nicht mein Knochenherz. Würde natürlich auch mal gerne testen, was nur blaue Herzen machen. Aber bis man die zusammen hat, dauert es eine Weile. Das machen wir jetzt nicht. Okay. Wenn ich wüsste, ob Emperor, wenn das leuchtende Emperor bedeutet, man kann sich zweimal porten, dann würde ich natürlich auch den doppelten Port einfach probieren. Und jetzt gleich... Nein. Mich jetzt gleich porten zu diesem Boss, aber falls Emperor dann weg ist, ist blöd, weil ich würde mich gern zum Herz porten können. Ne? So, zwei Items noch. Oha. Du könntest gerne ein Item übrigens droppen. Hätte ich nichts dagegen. Weil dann... Ja, genau. Gut, ist in Ordnung. Dann kriegen wir noch mehr zum... Okay, HP abnehme ich mit. Kriegen wir noch mehr zum Zusammenbauen. So. Da haben wir direkt was zusammengebaut wieder. Keine Ahnung, was es wird. Lol, noch so ein Geist, so ein Eisbaby, aber das ist okay. Warum nicht? Jetzt habe ich meine Verwandlung. Jetzt habe ich meine Verwandlung. Ach, dann war eins von den Familias, hat da nicht gezählt wahrscheinlich. Wahrscheinlich das Rote. Jetzt habe ich meine Verwandlung. Oder das Rainbow Baby zählt nicht. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, aber jetzt habe ich meine Verwandlung. Ich ärgere mich gerade, dass wir nicht auf hart gespielt haben, wobei natürlich dann die Bedingungen anders wären. Aber ich ärgere mich trotzdem gerade, dass wir nicht auf hart gespielt haben. Weil ich jetzt halt nur die normalen... Oh nein. Hier, jetzt gehen wir nicht mehr in die Räume rein. Ich weiß, ich könnte mich mit der Bibel... Aber ich will jetzt nicht riskieren. Wir werden im... Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden auch so noch genug Herzen verlieren. Da muss ich nicht auch noch... Ne? Muss ich nicht auch noch Müll machen. Aber das Coole ist, wir haben jetzt zwei Eisbabys, das heißt, wir können mehr Eiszeug erstellen, wahrscheinlich, mit Glück. Okay. Versuchen wir jetzt mal vielleicht nur noch Bomben zu bekommen. Ein Herz und 7 Bomben. Vorhin war ja, was war jetzt das PhD? Das war eine Münze und... Nee, Quatsch. Das waren 7 Münzen und ein Schlüssel. Genau. Das ist eigentlich für PhD, für ein geiles Item, recht simpel. Ne? 7 Münzen und ein Schlüssel. Hätte ich für PhD, hätte ich was Krasseres erwartet. Vielleicht passt meine Theorie dann halt auch nicht, dass krasse Items nur mit krassen Collectibles funktionieren. Weil PhD ist für mich schon eher so ein Top-Notch-Item. Aber vielleicht ist es das auch einfach gar nicht und das sehe nur ich so. Deswegen ist es halt auch so einfach zu bekommen. Ja, aber das meine ich. Gerade wenn ich mit Items relativ wenig machen kann, gerade dann ist doch PhD noch krasser. Weil wenn ich durch Items kein Tiers abbekomme, bekomme ich es ja fast nur durch so Sachen wie Pillen und so. Also ich bekomme ja Tiers ab, aber ich muss es halt selber bauen. Ich habe bisher noch kein einziges Tiers ab zum Beispiel gebaut. Where are you? There you are. Wir, also, man muss aber sagen, wir haben schon interessante Sachen jetzt zusammenbekommen, ne? So itemtechnisch. Dafür, dass wir einfach auf Verdacht kombiniert haben und ich keine Ahnung habe, kann man schon ganz interessante Sachen zusammenbauen. Aber wie gesagt, sowas wie Greedia Mode, das würde ich dann doch eher machen, wenn ich wirklich gut weiß, wie man Sachen zusammenbaut, weil das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Wait, komme ich da ran? Okay. Nehmen wir noch eins mit. Okay, gerne. Kein Problem. Es war scheinbar wieder dieses berühmte, du kriegst nichts Gescheites zusammen, Breakfast-HP ab, aber hey, warum nicht?
Dagegen spricht ja auch nichts. Und wir brauchen die Herzen. Also wir brauchen die Herzen schon wirklich. Ja, weil ich halt immer noch kein guter Spieler bin. So, Bosskampf, sehr schön. Hilfe! Da unten stehen ist cool, keine gute Idee. Oh, Gott sei Dank. Wir gucken kurz, was es ist. Temperance, okay, Temperance werde ich mir snacken. So. Kann ich das eigentlich auch schlagen? Ja, okay, kann ich auch schlagen. Gut, Bossfight, let's go. Okay. Sollte eigentlich funktionieren. Wir machen kurz mal die Arena ein bisschen größer, habe ich mehr Platz zum Ausweichen. Passt. Okay, genug, genug gesnackt. Durch die Talschlampe haben wir auch noch so einen coolen Effekt, dass die Tränen alle langsamer werden, na, und wir hier relativ easy eigentlich durchkommen. Die Tränen kommen nämlich nicht mal an mich ran auf die Art und Weise. Sehr angenehm. Tschüss. LOL, ein Engelraum. Ich würde mich sonst über einen Engelraum freuen, aber so bedeutet es halt einfach nur ein weiteres Item. Also nicht so das, was ich gesucht habe, aber ist okay. Kann man mitnehmen. So. Nochmal die Divorce Papers. Was mache ich denn die ganze Zeit hier für Zeug? Wie schaffe ich es denn jedes Mal, die zu bauen? Das ist ja auch wieder komplett insane. Dass ich die einfach jedes Mal gebaut bekomme, lol. So, erst einsammeln. No, 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 oh mein Gott, den wollte ich nicht. Aber andererseits... Ach ja, natürlich kriegen wir... Nee, passt schon. Aber andererseits, ist es okay. Weil den ersten Schlüssel haben wir schon, den zweiten haben wir auch. Wir gehen halt auch noch zu Mega-Satan, warum nicht? Ist zwar alles nicht auf hart, aber hey. Why not? Irgendwas werden wir damit schon bekommen. So, gib mir den. Und den Rest werden wir jetzt wieder zusammenbauen. Da ist jetzt sogar ein weißes Herz dabei. Was passiert jetzt? Okay. Ich bin nämlich jetzt Seraphim und kann fliegen. Haha. Sehr schön. Coole Sache. Coole, coole, coole Sache. Wenn ich jetzt eh fliegen kann, könnten wir schon noch die Stachelräume durchwursteln, oder? Ach nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sorry, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Echt nicht. So. Wir porten uns direkt zum Boss. Und freuen uns eine Runde. Moin. Ciao. Und dann würde ich sagen, ab nach oben. Ne? Hier jetzt aufhalten möchte ich eigentlich echt nicht. Ciao. So, erstmal das Herz einsammeln zum Aufladen. Okay, da haben wir was zum Snacken. Bevor ich es einsammle, snack ich es gleich. Pille wird eingesetzt, auf jeden Fall. So, wobei die nicht. Die kann man snacken. Yeah.
Die können wir wirklich snacken, die Pille. Ach so, und das Trinket kann man ja auch mal austauschen. Mittlerweile brauche ich Geld nicht mehr. Mach dich weg. Aua. Ah, da ist noch einer. Trug. Ah, ich habe die Bomben eingesammelt. Das war doof. Wollte ich nicht. War egal. Naja, egal nicht. Ich hab halt jetzt wieder... Hä? Oh, ah, die habe ich nicht gesehen. Ups. Eine Verwandlung weniger, wollte ich sagen. Nein, die Münze wollte ich auch nicht ein... Oh mein Gott! So, jetzt können wir aber hier snacken. Lecker Snack hier. Noch ein lecker Snack. So. Da sind schon wieder die Mistviecher, die habe ich wieder nicht gesehen. Oh mein Gott. Eieiei. So, hier Snack. 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 Yo! Schieße ich aus noch mehr Richtungen. So, wir bräuchten aber wieder ein paar Herzen. Ein paar Herzen wären ganz cool. Also Stachelräume jetzt erst recht nicht. Moment. Erst recht nicht. So. Oha. Da oben sehe ich schon Bomben zum Snacken. Da sehe ich eine Münze zum Snacken. Nein! Aufhören hier. Uah! Oh Gott. Okay. Snacky, 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 snack, 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 snack. Ciao. Eieieiei. Ah! Oh, da waren noch Spinnen, habe ich nicht gesehen. Scheiße, das war doof. Da ist immer noch irgendwas. Irgendwas ist immer noch hier. Was ist hier noch? Ach, ihr seid noch hier. Das war ja blöd. Habe ich nicht gesehen. Energie ist ziemlich kacke. Energie ist jetzt ziemlich schnell ziemlich kacke geworden. Herzen werde ich einsammeln. Offensichtlich. Herzen werde ich sowas von einsammeln. Uiuiuiuiuiui. Was machen wir hier? Schnell, schnell, schnell hier durch. Oha! Goldener Schlüssel. Und eine Pille. Sehr gut. Speed-up ist wichtig. Goldener Schlüssel wird direkt gesnackt und mit Hoffnung wieder ein cooles Item zu bekommen. Vielleicht funktioniert's. Boah, das ist jetzt gar nicht so geil. Das würde ich jetzt im Moment nicht mehr nehmen. Wir warten mal, bis was noch kommt. Da ist wieder so ein Mistviech, was Töpfe wirft. Auf damit. Na, auf Töpfe zu werfen. Nein, ich habe den Schlüssel eingesammelt. Wollte ihn snacken. Auf zu treffen. Habe ich den nicht erlaubt. So, den Schlüssel snacken wir. Dann haben wir jetzt was anderes. Ja, okay. Weil damit füllen wir uns auch wieder ein bisschen auf. Das ist okay. AP-Up ist wichtig. Also es gibt bestimmt ein System, was diese Dinge angeht. Aber also so ein richtiges System kann es auch wieder nicht geben. Weil es gibt so viele verschiedene Arten von Items, dass es eigentlich gar kein komplettes System geben kann. So wie das hier ist. Also, ne? Alleine das... Ich komme noch nicht drauf klar, dass einfach alle Herzen dieses Curse Room Ding geben. Was haben Herzen damit zu tun? Ich dachte halt, das hat schon irgendwo Sinn. Nachdem halt aus 8 Münzen... Dings geworden ist, die Slot Machine. Das ergibt Sinn, das kann man sich merken. Aber wieso wird aus 8 Herzen dieser Quatsch? Komm nicht drauf klar, es tut mir leid, ich komme nicht drauf klar. Vielleicht merkt man es mir ein bisschen an. Oh Gott. Ich meine, man könnte jetzt auch auf Strategie spielen und sagen, hey, ihr trefft mich einfach alle. Das, okay. Folgendes. Eigentlich wäre es super schlau,
jetzt wieder Münzen zu snacken und die Slotmaschine zu holen, weil ich brauche die Bibel nicht mehr. Die Bibel hat ihre Dienste erfüllt. Und vielleicht wird er dann aus dem jetzigen Bibelspace... Ah, mein Gott! Vielleicht wird er aus dem jetzigen Bibelspace bei Item dann wieder was ziemlich Cooles. Es ist ja alles möglich. Wir snacken jetzt mal wieder nur Münzen. Boss, shit. Das ist mir zu bald. Mit 3 Herzen will ich eigentlich nicht zu Eis. Wobei ich ja mit der Taschenlampe einfach auf ihn draufhalten kann und eigentlich dann alles gut geht. Also eigentlich dürfte alles gut gehen, ne? So rein hypothetisch. War hier unten ein Raum? Nee, dann könnte hier der Geheimraum sein. Oder hier? Oder halt nicht. Gehen wir so jetzt zu Isaac? Ja, komm, was soll's. Moin. Die Schüsse dürften mich nicht treffen. So viel dazu. So viel dazu, die Schüsse treffen mich nicht. Ich habe nichts gesagt. Die Taschenlampe tut überhaupt nicht, was sie soll. Ich dachte, die hält mich auf, aber das tut sie leider so gar nicht. Oh je. Ja, dann war's das jetzt. Das überstehe ich nicht. Alles ist okay. Wollte eh nicht so lange spielen. Und wenn wir mal ein bisschen mehr können mit Kane, dann würde ich ja auch eigentlich auch auf hart den Kram schaffen. Und nicht... Ja, scheiße. Und nicht nur so. Okay, aber das ist passiert. Das ist passiert. So, Mr. Kane, hast du irgendwo eine Liste, was ich jetzt gecraftet habe? Gibt es sowas? Sieht nicht so aus, ne? Hier kann ich nur ein Seed einbauen. Nee, ich will nicht noch eine Runde starten. Das wollte ich nicht. Ich würde wissen, ob es eine Liste für dich gibt. Ist aber nicht. Wahrscheinlich als Mod. Als Mod könnte ich es mir vorstellen, dass es als Mod eine Liste gibt. Aber das ist dann halt wieder nicht so gedacht. Also ich... Ich bin noch sehr, sehr skeptisch. Ich habe ganz vergessen, dass wir das... LOL, ich habe ganz vergessen, dass wir das Unverwundbarkeitsblatt mal hatten. Ich hatte aber leider kein Item, was mit dem gut funktioniert hat. LUL. Eigentlich ein geiles Item, aber ich habe es gar nicht vernünftig nutzen können. Aber ja, also... Wie gesagt, ich wüsste nicht, wo man jetzt irgendwas nachgucken kann, was Kane angeht. So, hier ist... Nee, da ist nichts. Ja, gut. Also, wenn... Schreibt mir gerne Hinweise zu Kane, wenn es im Spiel was gibt. Ansonsten werde ich halt schon eine Art Guide nutzen müssen, um rauszufinden, wie man gewisse Sachen craftet. Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann doch nicht auf gut Glück so lange craften, bis ich mal das Sacred Heart gecraftet habe. Was ist das denn? Danke fürs Zuschauen. Aber ich werde jetzt, bis dieser Part kommt, werde ich nichts nachschauen. Ich warte ab, was ihr mir dazu schreibt. Und ich werde einfach im nächsten Part mit dem nächsten Charakter weitermachen. Und Kane ist jetzt erstmal Kane. Okay, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.